Junkyard Queen gegen Not Perfect, das Verlierermatch. Beide in der Vorrunde zur deutschen Meisterschaft von den Finalisten rausgekickt. Aus Burgberg in Bayern, Not Perfect. Aus Berlin, Junkyard Queen. Roboteers, stand by. Wir erinnern uns an Brian Cutler und seine zwei Frauen, Frau Gabi und Tochter Christina, und an Frank Fizek und Dirk Urtwein von Junkyard Queen. In der Arena präsent Hitchcock, Sergeant Bash und Mr. Psycho. Mit 600 Kilo der schwerste House-Robot. 3, 2, 1, activate. Sofort ein Vorstoß von Not Perfect, 100 Kilo schwer und beidseitig fahrbereit. Junkyard Queen unwesentliche 2 Kilo leichter. Sie wird hier massiv von Not Perfect niedergerammt und gegen die Bande gedonnert. Ryan Cutler ruhig und ganz souverän. Stürmt abermals vor, zaunig wie eine Hausfrau, die die Betrugsabsicht des Metzgers beim Wiegen bemerkt. Junkyard Queen ohne Gegenwehr. Was macht sie da, die Queen? Sie steuert auf direktem Weg ins Feuer. Beide werden tüchtig erhitzt und Junkyard Queen scheint große Steuerungsprobleme zu haben. Oder es scheint ihr in der Wärme einfach nur gut zu gefallen. Not Perfect völlig unbeeindruckt von den Flammen, jetzt bei ihr. Der Schiedsbord mischt mit. Junkyard Queen unter Feuer wie das antike Rom unter Nero. Und Not Perfect lässt noch immer nicht ab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Mr. Psycho hängt sich mit rein. Versucht die Kontrahenten zu trennen, die augenscheinlich ineinander verkeilt sind. Und was für eine Urkraft. Not Perfect kommt zu Fall, aber Junkyard Queen nach wie vor in den gigantischen Zangen von Mr. Psycho gefallen. Und was ist denn das? Meine lieben Freunde, der mächtige, der gewaltige Mr. Psycho kippt hier um wie ein Glas Buttermilch. Er küsst den Arenaboden. Jetzt passiert hier plötzlich alles auf einmal. Eine nie dagewesene Situation, erstmalig in der Historie von Robert Wars. Was hat Not Perfect vor? Was ist überhaupt los hier in dieser Begegnung? Mr. Psycho wirkt wie die Titanic, nachdem ihr der Eisberg höflich guten Tag gesagt hat. Und dort hängt Golem. Wir kennen ihn, hoch über der Arena. Sein Rammdorn ist nach unten gerichtet. Noch nie habe ich bei den Robert Wars derartige Bilder gesehen. Es scheint Junkyard Queen an den Kragen zu gehen. Sie ist manövrierunfähig. Countdown! Mein Gott! Oh! Oh ja, vom Himmel hoch, da komm ich her und große Freude auf den Rängen. Hier Fassungslosigkeit angesichts dieser Bilder. Replay. Ein nadelspitzes Geschoss, das Junkyard Queen allerdings, oder auch Gott sei Dank, knapp verfehlt. Und auch aus dieser Perspektive einfach schön. Jubel bei den Cutlers von Not Perfect. Und auch der Schiedsrichter offensichtlich völlig begeistert. Und der Kampf ist aus.